Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout Shelter. Bei unserer kleinen Vault hier geht's natürlich weiter. Und beim letzten Mal haben wir noch unseren Typen losgeschickt. Oh, wir haben einen neuen Bewohner da an der Tür klopfen. Und wir haben einen Tipp. Brauchst du zwei oder drei desselben und nebeneinander verbinden sich zu einem größeren. Das heißt, wenn wir Baracken bauen, bauen die sich zu einem größeren. Und die haben einen netten Herr, der hat alles in der Mitte gut ausgeglichen. Das sind Wasserverbreitung, Baracken, Lager, sprich Charisma. Sollen wir den Herrn aufnehmen? Wir nehmen den Herrn mal auf. Der könnte zur Not eine Auswechslung zu den anderen machen. Das heißt, wir schauen uns mal die Zufriedenheit deren an, die hier gerade hier rumlungern. Okay. Weil bei denen geht natürlich das alles hoch. Das ist super. Die könnten. Genau, der hat Restaurant. Das heißt, er hätte aber auch die Chance, dass es hochgeht. Wie hoch ist denn Unfall? 29%. Also es ist immer sehr, sehr viel. Aber es war erfolgreich. Okay. Generator. Können wir nicht noch eine Baracke bauen? Oder sind die ganz vorne? Aufzug, Baracken. Bauen. Da. Ah, guckt euch das an. Ist das gut? Kann man. Okay, habe ich gerade nicht. Okay, man kann es auch zerstören. Was machen wir mit ihm denn? Ah, dann wollen wir eine schöne Versorgung. Ja. Energie wird knapp. Schalte Räume ab. Essen wird knapp. Verliere bevorne Gesundheit. Okay. Das ist Trinken. Das heißt, dich schicke ich mal mit nach hinten rein. Damit wir an unsere Grundlinien rankommen. Können wir nochmal Tempomodus? Okay, den machen wir gerade nicht. Ach, wir haben ja noch ein Geschenk. Ja klar, öffnen. Wasser, super. Kommt gerade gelegen. Jagdflint, hat sich das jetzt so echt gedreht oder liegt das nur an uns? Kronkorken, immer beliebt. Bewohner Nathan Dixon, der ist auf. Oh, auf das Tempo sehr geskillt. Nice. Wo ist denn der her? Da kommt er. Geh du mal bitte in den. Fort, mal, dann komm mal hier hin. Jetzt ist es natürlich voll. Kann man die Leiste noch erhöhen? Oh. Ja, komm nur mal hier hin. Also, ihr seht das bei euch, wenn ich hier draufklicke, ist bei. Jetzt kriege ich zum Beispiel bei euch hier auf die Maus. Bei mir ist dieses ganz verdreht. Ich würde gerne die Maus aber auch ausblenden lassen. Über OBS, aber irgendwie möchte das Spiel das nicht. Ich hatte das vorher ausgestellt. Ne? Aber euch ist das echt im Fahrstuhl. Das ist ein bisschen nervig für euch mit der Maus. Die muss ich auf jeden Fall wegkriegen. Wir können was bauen. Lagerraum. Bauen. Ich würde sagen, dass ein Lagerraum eventuell darunter machen. Okay. Deine Wichtigste ist Energie. Jeder Raum braucht Energie. Wird die Energie zu rot, schalte Räume ab. Ein abgeschalteter Raum wird dunkel und produziert keine Ressourcen mehr. Alles klar. Das heißt, wir bräuchten einen Generator. Können wir Tempo erhöhen? 32% ist mir zu riskant. Aber, ich habe auch keinen Platz. Warte mal, du musst da rein mal. Dann kann er da rein. Und sie kann zu dem hier noch. Was ist mit denen? Dann shakern die da oben immer noch? Kannst du nur so süß sein? Ach du Scheiße, was ist bei euch denn falsch hier? Könnt ihr nicht ein bisschen Liebe machen oder so? 26%, probieren wir mal. Top. Jetzt schaue ich mal, was noch ein Generator
Kostet verbessern 250. Prozent ist mir echt zu hart. Ja. Okay, wir produzieren hoffentlich noch genug Strom. Was ist das denn jetzt für ein Ding da? Ist das ein Bohrer? Wir haben die Produktion maximiert. Gute Arbeit. Ich weiß, habe ich auch getan. Ich würde das gern mit den Kindern in jetzt. Stufe 1. Beacht. Ah, guck mal, hier kann man das nachlesen. Wettkakerlaken, einer Schaden erlitten, ein Erfahrungspunkt, zwei Schaden erlitten, negiert eine Bärfigur, die berührt dich summt. Ja, natürlich kannst du hin. Ja, das ist natürlich geil, er erkundet 6 Minuten schon das Ölland. Okay, er hat noch, er hat auf jeden Fall noch. Wir sollten ihn vielleicht mal so. Ich werde jetzt auch über. Ist ein bisschen laufen lassen. Also ich werde jetzt so ein bisschen euch Grundlagen ein bisschen vorbereiten und dann mal so. Ich schaue auch, wie oft ich das hier raus habe. Ich werde es vielleicht zweimal in der Woche machen, dreimal in der Woche, vielleicht auch nur einmal in der Woche. Das werde ich dann schauen. Die ist natürlich auch gut ankommen bei euch. Und dann werden wir mal gucken. Aber ich habe auf jeden Fall gerade schon Spaß daran. Warte mal, sind hier oben zwei Kerle drin? Ja. Jungs, was ist mit euch? Wer ist denn gerade hier? Du bist Stufe 2, ne? Komm, möchtest du nicht dahin? Du nicht dahin? Komm, dann geh du mal dahin. Damit ich vielleicht ein paar Kinder erzeugen kann? Muss ich eigentlich was im Lager machen? Ja gut, das weiß ich ja. Achso, da kann man ja zuweisen. Ja, stimmt ja. Würde ich aber nicht, weil die doch gerade sehr gut an dieser Position hängen. Schau mal, was der Typ im Ödland macht. Komm hier. Okay, wir lassen ihn doch auf jeden Fall laufen, diese 10 Minuten. Unterwegungen sind wie Zombies. Meiden, okay. Wir brauchen Strom, Jungs. Wir brauchen Strom. Kinder, es gibt Liebe. Und ich muss einen kurzen Cut machen, weil ich gerade telefonieren muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, kurz und knackig geht es weiter. Und in der Zwischenzeit ist auch die zweite Person schwanger geworden. Ist natürlich nice. Und ich würde gucken. Oh, Essen brauchen wir doch ein bisschen mehr. Was ist denn bei. Ach, du ahnst es nicht. Okay, das gilt dann für beide. Erfahrung, bla bla bla. Wilde Hunde getötet. Okay, noch nichts Besonderes. Er hat auch nicht viel gefunden. Und da die Waldbesitzer natürlich auch essen müssen, habe ich mir was zu essen noch geholt zwischendurch. Also nicht wundern. So, Essen ist wirklich knapp. Essen und Generator. Wir haben auch keine Kronkorken mehr. Müssen wir gucken, dass wir irgendwie Essen rankommen. Das vorletzte wäre das Beste. Der ist eher Wasseraufbereitung. 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 Kannst du eine Tonne knicken? Kannst du mit ihm tauschen? Würdest du vielleicht auch noch draußen gehen? Ich habe, glaube ich, noch ein Outfit, ne? Und eine Waffe habe ich sogar auch. Das heißt, warte, wir können den anderen auch zurückziehen. Genau. Zurückrufen, zurück zu Volt, 6 Minuten. Kann man. Ah, ich will hier wieder raus. Okay, zweimal auf den Raum klicken. Ah, Essen.
gleich den nächsten Erfolg. Also ich werde das, wie gesagt, noch ein bisschen weiterspielen. Damit wir auf jeden Fall ein bisschen da rankommen. Nice, wir haben Erfolg bekommen. Kriegen wieder ein bisschen Money. Sammeln 50 Wasser, da haben wir gleich auch noch. Da können wir wieder ein Lunchbox, oder war jetzt das solche Weg? 42%, nein, da ist fast 50% nur kaputt. Okay, er ist unterwegs. Ja, müssen wir. Ne, den abschalten kann ich nicht. Weil dann gehen die Werte hier runter. Ich glaube, wir hatten 40 auf Maximum. Generator brauchen wir. Was kostet denn ein zweiter Generator? Aufzug 200. Ne, da. 125. Ja, den sollten wir auf jeden Fall nachher zusammenkriegen. Und dann schauen, dass wir vielleicht einen zweiten Generator noch kriegen. Jetzt haben wir noch einen Aufzug, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Kohle. Dann brauchen wir 275 Gold, beziehungsweise Kronkorn, die er hoffentlich auf dem Weg irgendwas mitbringt. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn die jetzt was auf dem Weg mitbringen oder ob das jetzt da angezeigt wird, wo wir gerade im Menü waren von dem. Mal gucken. Ich werde jetzt mir mal eben ein kleines Essen hier. Oh, Essen ist wieder ready. Wie lange braucht denn der Generator? In 13 Sekunden 12 Dinger produzieren, okay. Ist die Frage, geht irgendwann das Tempo runter? Okay, wir hätten 32%ige Chance, das heißt, wir können es einmal riskieren. Schauen wir. Nice. Mir fehlt noch ein bisschen. Wir müssen erst den Fahrstuhl dran kriegen, damit wir einen zweiten Generator dran kriegen. Ich würde den Generator gerne, doch hier hätte ich mal hier hingebaut. Und hätte das Lagerhaus da hingebaut, aber ist egal. Unter dem Ding hier kann man das noch verschieben. Das ist zuweisen. Zerstören. Da kriegen wir 60 wieder. Aktuell plus. Verbesser plus 5, okay. In 3 Minuten produziert echt viel, ne? Also dauert echt lange. Und wir haben wieder eine Kistchen. Die öffnen wir mal. Und dann mache ich eine kurze Pause, lasse es ein bisschen vorlaufen und schauen, bis unser Vault, der Ödlis-Besitzer, wieder da ist. Right away, das ist gut. Oh, was Gutes! Eine T51A Powerausrüstung. Kronkorken, perfekt. Eine Laserpistole, 7 bis 8 Schaden. Hammergeil, das heißt, wir können einen Aufzug bauen. Da. Und ich mache einen kurzen Cut, bis unser Bewohner wieder da ist. Und dann sehen wir uns gleich sofort wieder. Tschüss!